übergebe ich hiermit an Sie, Herr Ostermann, und Sie werden uns unterrichten über den Sachstand MiFID II. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Herr Beauchamp. Ich kann vielleicht ganz kurz noch mal an die Diskussion von heute Morgen anschließen, wo es da hieß, wir kommen jetzt zum Feintuning oder das Feintuning ist notwendig. Ich fürchte, bevor wir da zum Feintuning kommen, kommen wir mit dem MiFID II-Projekt noch mal zu richtig ordentlicher Regulierung von europäischer Seite, die also im deutschen Wertpapierdienstleistungsrecht, also im WPHG und Börsengesetz mit Sicherheit einiges durcheinander wirbeln wird. Herr Boschan hat es gesagt, ich stehe jetzt mittlerweile zum dritten Mal vor Ihnen und ich fange dann auch lieber nochmal mit dem Disclaimer an, den ich, glaube ich, die letzten beiden Jahre auch schon benutzt habe. Alles, was ich Ihnen jetzt in der nächsten halben Stunde erzähle, das meiste davon kann so kommen, muss aber nicht so kommen, denn in der Tat, MiFID II ist immer noch in der Mache, auf Level 1, mittlerweile im Trilog und von daher ist es natürlich jederzeit möglich, dass da die Co-Legislatoren auf europäischer Ebene nochmal was anders entscheiden, als wie ich es hier jetzt darstelle. Aber von dem Disclaimer abgesehen, das ist das Programm, was ich da heute vorgesehen habe, um nochmal ganz bei den Basics anzufangen. Also die hehren Ziele der MiFID sind durchaus, es ist eine Reaktion der EU auf die Finanzkrise. Man will dadurch in bis dahin undurchsichtige Bereiche des Finanzsystems Transparenz bringen. Man will die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie steigern und man will natürlich auch den Anlegerschutz stärken. Problem bei der MiFID ist, das ist in der Tat ein Regulierungssubjekt, was ganz viele verschiedene Themen behandelt, ganz unterschiedlich zur Leerverkaufsverordnung, zur Prospektrichtlinie und anderen Geschichten. Da sind ganz viele unterschiedliche Dinge reingepackt und daher zweiter Disclaimer und dann höre ich auch auf. Ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit hier, ich beschränke mich auf einige wenige Themen. Was Sie hier nicht drin haben, ist zum Beispiel High-Frequency-Trading, da hören Sie von Herrn Gomba am Nachmittag was zu, weiß ich. Ich habe nicht das hochkontroverse Thema Access drin, Access zu Handelsplätzen, zu zentralen Gegenparteien. Das Drittstaatenregime der MiFID soll im Trilog gerade höchst umstritten sein. Die Regulierung Warenderivate, also da kann man die Liste fast unendlich weiterspinnen. Und ich fange dann jetzt erstmal an, auch nochmal zurück zu den Basics, ganz einfach beim Gesetzgebungsprozess der EU, wie er nach Lissabon funktioniert im Finanzdienstleistungsbereich, am Beispiel der MiFID II. Sie sehen hier, Kommission hat ihren Vorschlag vorgelegt im Oktober 2011, das Parlament hat dann ein Jahr gebraucht, um zu seinem Text zu kommen und der Rat hat relativ lange gebraucht, hat seinen gemeinsamen Standpunkt im Juni diesen Jahres vorgelegt. Und hier sind wir im Moment im Trilog, wo dann Kommission, Rat und Parlament in der Tat einen einheitlichen Text finden müssen. Und Sie sehen dann auch, wenn Sie sich dieses gesamte Schaubild angucken, wir sind eigentlich immer noch relativ früh. Es sind noch einige Schritte zu unternehmen, obwohl das Ganze durchaus schon sich ein paar Jahre hinzieht. Also was ich hier habe, wenn man denn den Level 1 Kompromiss hat, dauert es in der Regel noch mal ein Vierteljahr für Übersetzung, juristische Überprüfung und Ähnliches. Und dann erst beginnt Level 2 formell und dann kommt ESMA ins Spiel mit dann entsprechenden Konsultationen. Die kann ich Ihnen, denke ich, jetzt schon für nächstes Jahr versprechen. Also da kommt, wenn Sie diesen Prozess verfolgen, einiges auf Sie zu. Dann wird ESMA dann nach einer gewissen Zeit an die Kommission seine technischen Standards übersenden oder auch Technical Advice. Zu dem Unterschied komme ich gleich auch noch. Und das Ganze muss dann noch durch die Kommission angenommen werden. Rat und Parlament dürfen nicht widersprechen. Und dann haben wir irgendwann in doch noch relativ ferner Zukunft, befürchte ich, einen endgültigen Rechtstext vorliegen. Und als guter ESMA-Angestellter muss ich natürlich hier auch das, was ESMA so macht, entsprechend bewerben oder besser ausgedrückt die bedeutende Rolle von ESMA in diesem Gesetzgebungsverfahren entsprechend würdigen. Ich muss das allerdings machen mit einer Folie, die wahrscheinlich Anspruch erheben kann, so die staubtrockenste des gesamten Tages zu sein, denn hier begeben wir uns in die Untiefen wirklich des europäischen Verfahrensrechts aufs Level 2. Und wenn Sie sich das so angucken, das ist das Verfahrensrecht nach Lissabon und nach der ESMA-Verordnung, wo wir insgesamt vier verschiedene Werkzeuge haben für Durchführungsmaßnahmen. Das sind auf Kommissionsseite die sogenannten Delegated Acts. Delegated Acts heißt, da kann Level 1-Gesetzgebung verändert oder ergänzt werden und
Implementing Acts, wie der Name schon sagt, das dient zur Durchführung von Level 1 Maßnahmen. Und es gibt nochmal entsprechende Pendants bei ESMA, Regulatory Technical Standards und Implementing Technical Standards. Wenn Sie jetzt fragen, in welcher Situation wähle ich denn jetzt welches dieser vier Werkzeuge aus? Es gibt bestimmt Juristen, die in der Regel für Institutionen arbeiten, die werden Ihnen sagen, das ist alles kristallklar, pure juristische Arbeit, überhaupt kein Problem. Glauben Sie diesen Leuten kein Wort? Da ist alles unklar und das ist nicht schwarz und weiß und das beste Beispiel dafür ist in der Tat der MiFID-Text, wo wir den Kommissionstext haben, der fast, also zum Großteil Commission Delegated Acts hatte und das hat sich dann in der Ratsversion fast komplett gedreht, wo wir zum Großteil ESMA Technical Standards haben. Wichtig dabei ist, im Gedächtnis zu haben, bei den Kommissionsmaßnahmen ist natürlich die Kommission Herrin des Verfahrens und ESMA liefert dann nur sogenannten Technical Advice. Das hat durchaus eine große Bedeutung für die praktischen Abläufe, die dann im nächsten Jahr dazukommen. Bei den ESMA Technical Standards ist das anders. Da liefert ESMA im Endeffekt selber den konkreten Rechtsetzungsvorschlag, also den Verordnungsvorschlag dann auf Level 2. ESMA muss auch die Kosten-Nutzen-Analyse durchführen und darum hat ESMA da in der Regel mehr Zeit dazu und entsprechend ja, gibt es da auch nur unter bestimmten Bedingungen, kann das dann von der Kommission abgelehnt oder auch geändert werden, was ESMA produziert hat. Das ist bei Technical Advice ganz anders, damit kann die Kommission machen, was sie möchte. Und dann würde ich reingehen in den tatsächlichen Inhalt der MiFID II. Und da wollen wir uns zuerst die Marktstruktur und ganz großes Thema bei der MiFID, die Transparenzregeln, angucken. Und bei der Marktstruktur habe ich hier mal versucht, in einer Folie dann zusammenzufassen, wie das denn so nach MiFID II in der Zukunft aussieht. Handelsplätze MiFID II, da haben wir natürlich weiter die regulierten Märkte. Einer davon ist heute unser Gastgeber. Es gibt die Multilateral Trading Facilities, die gab es bei MiFID I auch schon. Das sind dann etwa Turquoise, Bats, Chaix und so weiter. Naja, wobei die, glaube ich, auch mittlerweile eine regulierte Marktlizenz haben. Und dann, und das ist der erste größere Zankapfel, von dem ich hier berichten kann, die Organized Trading Facilities. Organized Trading Facilities sind also ein dritter Handelsplatz, der durch MiFID II eingeführt werden soll. Gründe der Kommission waren an der Stelle, diesen einzuführen. Zum einen hat man gesehen, nach MiFID I gab es da bestimmte Handelsplattformen, die sich als Handelsplattformen gerierten, aber nicht als solche reguliert waren, weil die sich eben so definierten, dass sie von der MTF-Definition nicht erfasst wurden. Es geht da um die nicht diskretionäre Ausführung von Aufträgen. Das hat der Kommission nur überhaupt nicht gefallen und darum will man diese, das läuft unter dem Stichwort Broker Crossing Networks im Equity-Bereich, gerne über die OTFs einfangen. Der zweite Grund, die OTFs zu haben, hängt mit dem zusammen, was ich hier darunter habe, die Trading Obligation für Derivate. Man war der Meinung, man braucht noch einen dritten Handelsplatz da, um Instrumente, die vielleicht nicht besonders liquide sind, auf einem Handelsplatz zu haben, wo in der Tat die Möglichkeit ist, nach gewissen diskretionären Maßstäben auszuführen. Und die angesprochene Trading Obligation, sehr wichtig, die kommt aus der Pittsburgh-Erklärung von 2009, also G20 relevant. Und die besagt, dass Derivate, die zum einen unter die Clearing-Verpflichtung nach EMIR in Europa fallen und zum anderen ausreichend liquide sind, nur noch und in der Tat nur noch auf diesen MiFID-Handelsplätzen gehandelt werden dürfen. Ich darf nicht an das Kabel kommen. Wenn wir auf den rechten Teil der Folie rübergehen, der OTC-Handel, da sehen Sie zunächst die systematischen Internalisierer. Systematische Internalisierung nach MiFID heißt, ich betreibe im Endeffekt Eigenhandel, ich führe gegenüber Kunden, ich internalisiere Kundenorders und führe gegen mein eigenes Buch aus. Gab es in MiFID I schon, nur für den Aktienbereich und man muss sagen, also das war ein gesetzgeberisches Kunstwerk durchaus, also ein klassischer europäischer Kompromiss, Herr Bauer nickt. Artikel 27 MiFID I versteht man nur in besonders lichten Momenten und war auch nicht besonders erfolgreich, muss man sagen. Auf der ESMA-Liste gibt es da, ich glaube, 11 oder 12 systematische Internalisierer. Nichtsdestotrotz hat man das Konzept jetzt ausgeweitet, auch auf den sogenannten Non-Equity-Bereich. Ich erkläre später, was das ist. Und da sehen Sie dann unten, auf diese 4 findet Vorhandelstransparenz verpflichtend Anwendung.
Und dann haben wir doch das, was ich als Pure OTC ganz rechts bezeichnet habe. Das ist der reine außerbörsliche Handel, der durch MiFID II vermutlich signifikant eingeschränkt wird. Denn zum einen haben wir eben dieses OTF, was eine Handelsplattform ist, die recht weit in der Definition beschrieben ist. Ich sage immer, was heute OTC ist, ist morgen möglicherweise OTF-Handel. Wir haben eben die Trading Obligation für Derivate, die da besagt, da geht nichts mehr OTC. Und wir haben zumindest im Ratstext auch eine Trading Obligation für Aktien, die da auch sagt, außer bestimmten technischen Trades darf alles nur noch auf den MiFID-Handelsplätzen ausgeführt werden. Das Parlament geht da sogar noch weiter. Und für all das, ganz unten die Linie, ist dann Nachhandelstransparenz verpflichtend. Also aus Nachhandelstransparenz bei MiFID kommt niemand raus. Und Transparenz ist dann in der Tat das Stichwort. Denn da werden auch wirklich sehr dicke Bretter gebohrt bei MiFID. Also das ist eins der Hauptthemen wirklich. Und MiFID I oder vielleicht nochmal, um weiter vorne anzufangen, also MiFID Vor- und Nachhandelstransparenz heißt im Endeffekt, es muss in Echtzeit auf anonymisierter Basis müssen die wesentlichen Eckdaten eines Auftrags auf der Vorhandelsseite und eines Geschäfts auf der Nachhandelsseite veröffentlicht werden. Das ist MiFID-Transparenz, nicht zu verwechseln mit der Produkttransparenz, die wir bei der Diskussion heute Morgen, die da mehr im Mittelpunkt stand. MiFID I hat das verpflichtend vorgesehen, nur für den Aktienhandel. Und das war der instrumentenspezifische Anwendungsbereich. Und es war auch nur für Instrumente anwendbar, die irgendwo an einem geregelten Markt zum Handel zugelassen waren. Wo sie dann gehandelt wurden, war egal. Aber eine Zulassung musste vorliegen, damit diese Aktie dann in den Anwendungsbereich fällt. Und auf beiden Ebenen erweitert MiFID II da den Anwendungsbereich signifikant. Auf der Instrumentenebene haben wir in der Zukunft nicht nur Aktien, sondern auch Exchange-Traded Funds, Depository Receipts und sogenannte Certificates, nicht zu verwechseln mit den deutschen Zertifikaten. Und das bezeichnet MiFID als Equity-like Instruments und bei den sogenannten Non-Equities, und das ist dann die wirklich ganz große Erneuerung, führen wir Transparenz ein dann für den Anleihehandel, für Derivate. SFPs steht für Structured Finance Products und CO2 sind die Emissionshandelszertifikate. Für all die soll es in der Zukunft Vor- und Nachhandelstransparenz geben, und zwar nicht nur dann, wenn das Instrument an einem geregelten Markt zum Handel zugelassen ist, sondern auch, wenn es mal an einem MTF oder an einem OTF gehandelt wird. Dann beißt der MiFID-Anwendungsbereich sofort, was ebenfalls eine signifikante Ausnahme ist und was auch dafür sorgt, dass das Ganze praktisch ziemlich schwierig in den Griff zu kriegen sein wird. Zum Thema Transparenz könnte ich hier jetzt stundenlang wirklich quatschen. Ich habe jetzt noch mal ein zugegebenermaßen auch mal sehr kompliziertes Schema hier ausgepackt, das noch mal erläutern soll, dass da in der Tat dicke Bretter zu bohren sind. Das ist der Vorschlag des Rates, so wie ich ihn verstehe. Sehr komplizierter Text, also andere mögen den anders verstehen. Wie die Transparenz Vor- und Nachhandel dann im Bereich der sogenannten Non-Equities aussehen soll. Das ist ein dreistufiges System, ganz unten. Erste Frage ist, ist das Instrument liquide? Das wird nach bestimmten Kriterien beurteilt. Die Kriterien sind Anzahl der Aufträge, Volumen, Anzahl der Teilnehmer, Marktteilnehmer, Typ der Marktteilnehmer und auch Größe der Spreads. Und kommt man da zu dem Ergebnis, ja, liquide, und das muss für jedes Instrument, muss dieser Test durchgeführt werden, und wir reden hier buchstäblich von Millionen Instrumenten natürlich in dem Bereich und auch eben von keiner Instrumentengruppe, die wie Aktien relativ stabil ist, sondern im Derivate- und Anleihebereich sich natürlich täglich verändert, und das muss dann entsprechend alles immer eingepflegt und nachgehalten werden, was sowohl für ESMA in der Zukunft, allerdings auch für jeden Marktteilnehmer dann eine gewisse Herausforderung darstellen wird. Also, wenn ich dazu komme, Instrument illiquide, heißt das grundsätzlich erstmal Ausnahme von der Vorhandelstransparenz, und bei der Nachhandelstransparenz kann ich von einer verzögerten Veröffentlichung profitieren. Demgegenüber ist das Instrument liquide, dann komme ich in dieses Schema rein, und dann heißt es eben grundsätzlich Veröffentlichung in Realtime. Aber auch nicht bis zu jeder Größe, sondern wir haben auch bei Non-Equities weiter die vom Aktienhandel her bekannte Blockhandelsausnahme, die da besagt, ab einer gewissen Ordergröße oder Auftragsgröße hat Transparenz einen abnehmenden Grenznutzen. Auf der Vorhandelsseite befürchtet man dann, wenn man auch sehr große Aufträge öffentlich machen muss, dass das einen Impact eben auf den Preis hat. Darum lässt man die halt außen vor.